Gang, Gang. Schönen guten Tag. POV, du hast 6 Jahre Jura studiert und hast deinen ersten Mandanten. Ich habe ihr eine Bombe gegeben, dann sie hat angefangen Haare zu ziehen, dann sie lag auf Boden und so. Ich habe ihr Tritte ins Gesicht gegeben, sie hat angefangen zu heulen, dann ich habe sie noch in ihre gebissen und so. Lass mich raten, der Mandant kommt ganz zufällig aus Frankfurt. War doch klar, Mann, Frankfurt ist wirklich, ich weiß nicht, Mann, so abgefuckt. Sag dir ehrlich so, die ist süß und alles, aber die raucht, finde ich unsympathisch. Wow! Ja, dann guck mal, anstatt dich irgendwie drüber lustig zu machen oder, keine Ahnung, irgendwelche Vorwürfe zu machen, du sollst vielleicht mal fragen, warum ich rauche. Walla. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, guck mal, ich komme aus Frankfurt, Walla, nenn mir eine Person, die nicht raucht. Celebration of the Year? Fragezeichen. Er hat einfach Krampf dabei bekommen. Ach so, das war Teil der Celebration. Ja, war schon nice, aber ich habe da jemanden, der hat einen krasseren Finisher-Move drauf. Holy! Das gesamte Dorf ist einfach ausgerastet. Der andere wird sich davon auch nie wieder erholen. Das war einfach ein zu krasser Move. Yo, der Arme hat einfach halben Anfall bekommen. Oh mein Gott! Chill doch, der hat ja nicht mal geschrien oder dich irgendwie versucht zu erschrecken. Was ist los bei dir? POV, wenn ich und mein Cousin keinen Führerschein haben. Hey, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club, denn ich habe tatsächlich auch keinen Führerschein. Und ich küsse doch alle, die hier auch immer zu faul sind, einen zu machen. Wenn ich und mein Cousin keinen Führerschein haben. Tschüss. Ihr habt das Ding einfach im Wheelie lahmgelegt. Was ist das überhaupt? Für die braucht man doch nicht mal Führerschein. Und by the way, wozu braucht man denn schon einen lauten Auspuff, wenn man einfach den Sound so geil realistisch mit seinem Mund nachmachen kann? Ihr habt das Teil echt auseinandergenommen. Schickt dieses Bild einfach an den Laden, wo ihr es ausgeliehen habt und der wird schon checken, was abging. Dieser junge Youngster zeigt uns heute mal einen geilen Zaubertrick, den er extra nur für uns über Monate geübt hat, um ihn perfekt auszuüben. Er weiß es noch nicht, aber er wird später der beste Zauberer der Welt. Sowas kann man auch nicht einfach lernen. Diese Magie liegt im Blut. Genauso wie der Tischtennisball in deiner verf***ten Hand liegt. Denkst du, wir sind dumm und checken das nicht? Obwohl, ich denke gerade so an meine Zuschauer und ich wette, 90% von euch wussten nicht, wohin der Ball ist. Ihr seid dumm. Aber alles gut, ich bin für euch da. Ich verstehe eure Probleme. Deswegen gibt es hier den nächsten Zaubertrick. Vielleicht versteht ihr ja den. Und wie sieht's aus? Schreibt mir ehrlich in die Kommentare, ob ihr wisst, wie dieser unglaubliche magische Zaubertrick funktioniert. Ich wette wirklich, 90% hatten gar keinen Plan, was abgeht. So, I made 394 hot dogs and took the leftover hot dog water and froze it to make hot dog shaped ice sculptures, which I then mailed out to people in unrefrigerated containers, so that when they arrive, they're just puddles of hot dog water. Okay, jetzt nochmal zu meiner Verständnis. Du hast 304 Hot Dogs gemacht. Erstmal, wofür? Wozu braucht man 300 Hotdogs? Das macht gar keinen Sinn. Dann hast du das Wasser, worin sie gekocht haben, abgegossen und hast damit eine Hotdog-Eisskulptur gemacht? Und die Dinger hast du dann in ein Glas gepackt, was nicht kühl ist, und stellst das dann zum Verkauf, also dass dann einfach nur wieder das geschmolzene Wasser ankommt. What the f***? Das kauft doch niemand. Es gibt keine Person auf dieser Welt, die sich sowas kauft. It's not a want, it's a need. Let's get one. Okay, er hat es wirklich gekauft. Für 44 Dollar. Für 44 Dollar! And here it is. There's only one reasonable thing to do with it. Klasse. Er hat echt nicht so viel versprochen. Das ist einfach nur dieses ekelhafte Hotdog-Wasser. I opened up the sealed container and poured the water into a pot.
Then once it was boiling, I added in a hot dog. No way. No f***ing way. I cooked it up nice, then put it in a bun, added some ketchup, and that's how I ate a hot dog that was made from hot dog water from a melted hot dog ice sculpture. Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen... Ich glaube, ich belasse es einfach bei diesem Bild hier. Das beschreibt meine Emotionen und Gedanken, die ich gerade fühle, sehr gut. Ich hoffe aber trotzdem, der Hotdog, der in dem aufgetauten Hotdog-Wasser, was vorher eine Hotdog-Eisskulptur war, die aus Hotdog-Wasser gemacht wurde... What the f***? Hat die geschmeckt? Drop it. Na, der ist wirklich am Rasieren gerade. Original ich mit 14, nachdem ich das erste Parkour-Video auf YouTube gesehen habe. Real Talk, jeder hatte diese Phase, als man irgendeine Parkour-Verfolgungsjagd auf YouTube gesehen hat und sich plötzlich dachte, ja Mann, ich werde professioneller Parkourer ab heute. Und kennt ihr auch diesen Moment, wenn ihr so 5 Wochen Zeit hattet für eine Präsentation in der Schule und am Abend davor erst realisiert, dass ihr überhaupt nichts vorbereitet habt und es auch niemals schaffen werdet bis morgen? Am besten noch in Partnerarbeit und beide haben vergessen und reingekackt. Und original, wenn ich zu meinem Partner am Abend vor der Präsentation gesagt habe, yo, Bro, mach dir keine Sorgen, ich mach das Ding bis morgen. Ich regel das. Einen Tag später in der Schule, ich starte die Präsentation. Bekannte Haiarten sind zum Beispiel der weiße Hai, der Hammerhai, der Tigerhai, der kleine Katzenhai und der Osterhai. Männliche Haifische werden als Heinz und weibliche Tiere als Heike bezeichnet. Alle Haifische bestehen zu 64% aus Haiweiß, zu 30% aus Haigelb und zu 6% aus Haischale. Zur Paarung, der sogenannten Heirat. Ja, und das ist dann halt in der klassischen 5- geendet. Elon Musk und viele andere Experten warnen uns schon seit Jahren vor künstlicher Intelligenz und dass Roboter und AI die Welt übernehmen könnten. Und also wenn ich das so höre, habe ich schon echt Angst davor. Ich schreck schon wirklich in die Hosen. Und ich meine, diese Roboter sind doch auch 10 Millionen Mal schlauer als wir, oder? Gut, das hat mir echt meine Angst genommen. Ich habe jetzt doch keine Angst mehr, dass die Welt von Robotern übernommen wird. Wenn die sogar hier schon so hart reinstecken, dann werden die es doch niemals schaffen, meine Tür einzutreten und mir den Schädel abzuschlagen, oder? Beef Wellington in my dorm room. Was? Bitte sag mir nicht, dass du das jetzt wirklich in deinem Bett machst. Oh Gott, der macht es wirklich. Aber warum? Geh doch in die Küche. Wo kommt dieses fette Gerät jetzt her? Ich will echt nicht wissen, wie das gerade hier in deiner Bude stinkt. Das ist echt gottlos. Im Hintergrund natürlich ein Mr. Beast Video. Bro, ein Ofen, ein tragbarer Ofen in deinem Bett. Du hast wirklich diesen fucking Ofen in deinem Bett in der Nacht stehen und machst dein Beef Wellington dort drin. Also manchmal frage ich mich echt, was es da draußen für Menschen gibt. Da fällt mir echt wieder auf, dass ich zum Glück normal bin. Es sieht echt krass aus, das muss man dir lassen. Ändert aber nichts daran, dass du ein krankes Sch*** bist wegen dieser Aktion. Und damit, danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video hier gefällt, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht. Ciao, ciao.